Ich habe versucht, diesen Teil von mir zu vergessen. Gerechtigkeit ist so stark, dass die Wächter manchmal völlig unbedeutend erscheinen. Aber der Anblick dieses armen Bastards. Hier gewonnen ist bis in alle Ewigkeit. Die Verderbtheit der dunklen sein Hunger gestillt. Sein Zorn besänftigt. Es ist ebenso sein Verlangen gedämpft. Sein Stolz gebrochen. So sei es, im Namen des Erbauers. Ihr wollt all das Hässliche nicht, das ich in euer Leben bringen werde. Ich werde es beherzigen. Eins muss man euch lassen, Blondschopf. Ihr kriegt es wirklich immer wieder hin. Ich mag den Zirkel verlassen haben, aber ich habe einen Eid geleistet. Meine Magie wird dem Besten in mir dienen, nicht dem Schlechtesten. Dem Besten in mir. Das... Wenn ihr von meiner Flucht aus Lothering erzählt, warum klingt es dann eigentlich immer, als hätte ich überall im Gesicht Essensreste gehabt? Ihr seid eine überlebensgroße Figur. Urhawk, ich musste euch auch ein paar Schwächen geben, um euch etwas zugänglicher zu machen. Habt ihr gerade gesagt... Ich war... Hier gebunden bis in alle Ewigkeit. Sein Hunger gestillt. Sein Zorn besänftigt. Sein Verlangen gedämpft. Sein Stolz gebrochen. So sei es im Namen des Erbauers. Thank you.
Ich habe uns unsere Freiheit erkauft, Leandra. Jetzt können wir nach Hause gehen. Wir und unser Kind. Wir werden zusammen sein. Ich hoffe, es kommt nach dir, meine Liebste. Diese Magie wünsche ich niemandem. Mögen sie niemals erfahren, was ich hier getan habe. Vater wollte kein magiebegabtes Kind? Da hätte er ja gleich zweimal gründlich versagt. Ich schätze, jetzt ist der Templer keine so große Enttäuschung mehr. Carver, sollte das alles nicht den Wunsch in dir wecken, ich weiß nicht, mir eine Erklärung für deinen Beitritt zum Orden zu liefern? Soll ich mich etwa für diesen einen Moment verteidigen, in dem ich aufgehört habe zu warten und endlich etwas unternommen habe? Wenn es dir darum ging, mich zu kränken. Nein. Siehst du, genau da liegt das Problem. Ich dachte lange Zeit, es wäre wegen dir, aber das war es nicht. Wir sind so lange fortgelaufen und warum? Wegen der Magie, der Verderbnis, wegen des Geldes und einiger Übergriffe. Nun, ich bin kein Magier, ich bin auch kein Wächter und du brauchtest mich nicht. Aber vielleicht gibt es ja eine Sache, die ich tun kann. Vater hat an einen Templer geglaubt, warum sollte ich das nicht können? Es war ein Schlag ins Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber hinwegkommen kann. Nun, dann haben wir wohl beide einiges zu tun. Können wir vielleicht... Ich will die Sache einfach nur hinter mich bringen. Ich hoffe, ihr habt Bodan gesagt, wohin ihr geht. Falls wir nicht zurückkommen, schickt vielleicht jemand einen Suchtrupp los, um den Champion zu finden.